Herzlich willkommen im Herzenberg-Orakel. Hier ist die Roswitha. Ich begrüße euch heute zu etwas späterer Stunde zur neuen Wochenbotschaft. Die zweite Woche im neuen Jahr hat begonnen oder beginnt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Grüße euch ganz herzlich. Und ja, wir schauen heute mal rein mit dem mystischen Tarot von Katrin Welz-Stein. Welche Energie steht dir zur Verfügung? Worum geht es? Und ich werde als erstes nur ein bis drei Karten aus dem Tarot fallen lassen. Und dann schauen wir weiter mit dem Mondnachtlenormand von Patrick Scheller, worum es denn allgemein geht und in der Liebe. Und ich rede aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Also die Zuschauer stehen hier als Dame oder Königinnen und Gegenüberenergien sind als Herren oder Könige oder der Herrscher im Deck. Und ja, wenn du als Mann zuschaust, dann drehst du halt um. Genau. Oder wie deine Konstellation eben ist. Deine Situation, die kenne ich ja nicht. Und für mich ist es einfacher, aus der Sicht einer Frau zu deuten. Die Rollen können aber auch vertauscht sein. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht verwirrt. Ah, okay. Also fangen wir mal an. Ich bin etwas erkältet schon wieder. Tut mir leid. Wir schauen mal, welche Energien stehen dir denn diese Woche zur Verfügung? Die Herrscherin. Ja, die Herrscherin, das bist du im Deck, die Zuschauerin, du bist in deiner Zuschauer, Zuschauerin, du bist in deiner Fruchtbarkeit, in deiner Kraft. Ja, du bist mütterlich, du umsorgst Leute, du kümmerst dich, auf dich kann man sich verlassen. Da ist eine Dame abgezeichnet, die ein Baby, ein Embryo unter ihrem Blütenkleid hat. Also es kann sein, dass du hier mit etwas Neuem schwanger gehst. Das muss jetzt nicht eine Schwangerschaft sein, aber vielleicht geht es darum, Neues zu gebären, also kreativ zu sein. Vielleicht hast du neue Ideen, vielleicht liegt dir da etwas unter dem Herzen, vielleicht trägst du Herzenswünsche mit dir und ja, mit der Herrscherin, da gehst du in die Lebendigkeit, in die Kreativität. Ja, du fühlst dich auch in dir geborgen, da blüht etwas auf. Ja, es ist auch so die Zeit für deine Ernte. Wir schauen jetzt mal, worum es da noch geht. Okay, wir haben das Ass der Schwerter, den Ritter der Scheiben und den Gehängten. Das Ass der Schwerter kam auf den Kopf. Das heißt, das Ass der Schwerter ist ja immer so die Chance, etwas zu klären, etwas zu verstehen, eine Erkenntnis zu haben. Der Ritter der Scheiben ist der langsamste Ritter, aber der, auf den man sich verlassen kann, der ist bodenständig. Und was der tut, das hat mit Sicherheit Erfolg. Also das ist niemand, der etwas Unüberlegtes tut, der ein Risiko eingeht oder etwas tut, wo er sich nicht ziemlich sicher ist, dass es Erfolg hat. Der Gehängte, das ist so der Stillstand, der Perspektivenwechsel, auch so das aufs Herz hören, der Herz über den Verstand Moment. Und da geht etwas ja, da mit dem Reißverschluss hier, da geht eine andere Sichtweise, da kann man hinter die Hecke schauen und das ist eben so der Perspektivenwechsel. Ja, für dich heißt das jetzt so, du bist in deiner Kraft und das Ass der Schwerter, ich habe so das Gefühl, wenn es hier um ein klärendes Gespräch geht, um die Chance auf einen Neubeginn, dann liegt es vielleicht schon hinter dir oder du siehst es gerade gar nicht. Mit dem Ritter der Scheiben bist du schon dabei, daran zu arbeiten. Die Scheiben, die Münzen, das ist so die, sind die Arbeitskarten, das also Erdenergie. Da tut man schon etwas dafür, da sät man schon für die Ernte. Und mit dem Gehängten kommst du vielleicht gerade nicht weiter, vielleicht weil du die Chance auf Klärung nicht sehen willst oder nicht nutzen willst, vielleicht weil dir noch eine Erkenntnis fehlt. Ja, und da haben wir am Unterdeck die Sechs der Kelche. Das kann natürlich sein, dass es hier, dass es darum geht, dass du deine Erfahrungen nutzt. Ja, das, was du schon weißt, was du in deinem Leben schon gelernt hast. Das ist so die Vergangenheitskarte auf die Liebe bezogen. Kann es natürlich sein, dass es hier darum geht, dass man Kontakte, Begegnungen mit Menschen von früher hat oder
ja, die einem sehr vertraut sind. Schauen wir mal weiter. So allgemein, was bedeutet das? Worum geht es da diese Woche für dich? Schauen wir mit dem Mond nach Klingeln von Patrick Shell. Okay, da haben wir den Wein, den Zylinder, den Mond, den Baum und den Schlüssel. Ja, okay, du machst dir da viele Gedanken, vielleicht in Bezug auf Arbeit, Wachstum, der Schlüssel am Ende der Reihe, Erfolg, auch Sicherheit, Stabilität und möglicherweise. Ja, möchtest genießen, du möchtest die Ernte einfahren, ja. Du fragst sie vielleicht wie, vielleicht hast du eine überraschende Idee, der Zylinder und der Mond, einen überraschenden Gedanken, kommst da auf etwas, ja, oder es steckt eben noch unter dem Hut. Und aber du kommst da schon drauf und plötzlich hast du die Idee für Wachstum und Fortschritt in eine neue Richtung, in eine erfolgreiche Richtung, kann ich mir vorstellen. Das passt auch ganz gut hier. Der Wein mit der, unter der Herrscherin, Fruchtbarkeit, Fülle, Ernte, ja, das Umsorgen, auch so das Genießen. Ja, und hier der Zylinder eben und der Mond unterm Ast der Schwerter, das Umgedrehte. Also da habe ich so das Gefühl, dass da noch die Idee fehlt, irgendein Wissen. Du machst dir aber viele Gedanken drum, auch vielleicht, dass du das noch nicht weißt. Der Mond ist auch aber so eine Karte, die als Erfolg gedeutet werden kann. Und ja, vielleicht ist die Erkenntnis auch, dass du alles, was du brauchst, bereits hast. Denn der Baum, Karte für Leben, Karma, Heilung, dein Wachstum, dein persönliches Wachstum. Deine Standfestigkeit, deine Verwurzelung, also das ist, vielleicht bist du dir gar nicht darüber im Klaren, wie, welche Kräfte du hast, welche Möglichkeiten du hast, wie stabil du bist, welche Kraft du entwickeln kannst. Das wird dir aber bewusst, denn, wie gesagt, die Gedanken, der Mond in der Mitte, und da eröffnet sich für dich etwas Neues. Also, mit dem Perspektivenwechsel hier, dem Gehängten, da kommst du schon auf den richtigen Weg oder auf deinen Erfolgsweg, da wo du hin willst, in deine Stabilität. Der Baum auch sehr schön als bodenständig, Erdenergie, Verwurzelung, also das Wachstum, das langsame Wachstum passt sehr gut zum Ritter der Münzen. Also das schaut wirklich gut aus und es geht wahrscheinlich darum, dass du deine Erfahrungen eben auch gut nutzt. Momentan, der Berg stellt vielleicht ein Hindernis dar, eine Blockade, die du aber überwinden wirst. Also da die Verbindung zu dir selbst auch, vielleicht geht es auch um Verträge, ja, um jegliche Partnerschaft, die gerade noch blockiert ist, weil man da eben vielleicht noch miteinander sprechen muss oder Ideen austauschen muss oder darf, müssen tust du gar nichts. Und ja, da geht es darum, auch diese Verbindung, diese Hürde zu überwinden. Vielleicht geht es auch darum, diese Hürde, ja, wie du das schaffst einfach, wie du da vielleicht dich in den anderen hineinversetzt, in einen Geschäftspartner, in einen Gegenüber, Familienmitglied möglicherweise oder einen Wunschpartner, deinen Partner. Und da ist der Schlüssel, der öffnet Türen. Hier haben wir den Reißverschluss, der einen neuen Weg, eine neue Perspektive öffnet. Ja, es schaut doch gut aus. Also, wie gesagt, du kommst da schon drauf, du hast alle Erfahrungen, du hast die Kenntnisse, das Vertrauen in dich ist da. Das wird schon. Jetzt schauen wir noch in der Liebe. Worum geht es mit diesen Karten denn jetzt genau in der Liebe? Was kommt da auf dich zu? Zeig ich war. Da haben wir schon die Liebe. Eine hätte ich noch gerne. Okay.
Am Unterdeck haben wir die Wege, eine Entscheidung. Die erste Karte kam verdeckt, da ist der Engel, es ist wieder keine Personenkarte gefallen. Der Engel, das Herz, das Haus, die Blumen und die Trompete. Ja. Also ich fange mal in der Mitte an, das Haus, dein Zuhause, dein vielleicht euer Zuhause, eure Basis, die Basis der Liebe. Dein inneres Zuhause, das Gleichgewicht, um das geht's hier. Diese Liebe ist von oben geführt. Vielleicht ist es auch eine Liebe, die ja bestimmt ist von oben. Und da geht es darum, das in ein Gleichgewicht zu bringen, ja, in Wachstum auch wieder, die Blumen unter dem Baum, Wachstum, Schönheit, Komplimente, Romantik. Und hier mit der Trompete zum Schluss auf den Schlüssel, auf den Gehängten, ist es jetzt höchste Zeit für eine Entscheidung, dass hier wieder ja, eine Liebe in eine gute Basis kommt, einen Halt findet. Das Herz spiegelt in die Blumen. Vielleicht gibt es auch eine Einladung zu einem Date. Ich sagte, es ist leider keine Personenkarte gefallen. Der Engel sagt mir, dass da schon, dass du da intuitiv weißt, dass da vielleicht was kommt. Vielleicht bist auch du derjenige, der Einladung ausspricht. Aus seiner Mitte heraus, ja, wichtig ist halt, dass du gut geerdet bist, dass du stabil bist und ja, es geht hier um eine Entscheidung in einer Herzensangelegenheit, in einer Liebe und die soll Fülle bringen. Okay, was haben wir noch? Ja, es ist vielleicht eine schicksalhafte Liebe und da geht es um die Ernte, vielleicht auch um Verletzungen. Das Chamäleon, ja, das passt sich immer gern an. Das tarnt sich auch. Vielleicht geht es auch um eine Liebe, die neu anfängt, neu beginnt. Und ja, du hast es schon im Gefühl vielleicht, dass da, vielleicht kennst du auch schon jemanden und hast schon jemanden im Kopf, auf den du schaust und hast du das Gefühl, diese Liebe ist zu etwas Höherem bestimmt oder von oben geführt. Also ja, du fühlst dich da mit jemandem verbunden. Du hast das Gefühl, da gibt es eine Basis. Und ja, da geht es auch in Einladungen vielleicht, in romantische Dates. Aber schon irgendwie so habe ich das Gefühl, dass es jetzt höchste Zeit wird. Die Trompete ist ja immer so laut, ne? Und ja, so die Fanfare, so die Fanfare, Trompete, so jetzt geht's los, jetzt möchte ich eine Entscheidung oder jetzt treffe ich die Entscheidung. Vielleicht bist du das, vielleicht ist das jemand. Wir schauen mal, was da kommt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Ich freue mich auch über einen lieben Kommentar, über Abos natürlich und bedanke mich auch schon nochmal fürs Teilen und Kommentieren und Liken meiner Videos. Vielen, vielen Dank und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend, eine gute Nacht und guten Start in die Woche. Bis bald. Ciao, ciao.